Heute wird es mysteriös bei Phil's Physics. Nee, Quatsch, dieser Nebel hier ist gar kein echter Nebel. Das ist einfach ein bisschen flüssiger Stickstoff, den wir gleich in diese Flasche einfüllen werden, um sie in den Himmel zu befördern. Ein bisschen handelsübliches Wasser in eine handelsübliche PET-Flasche. Jetzt wird's aufregend. Hier drin ist flüssiger Stickstoff. Den kippe ich jetzt hier oben rein. Dreh das Ganze schlagartig um und dann geht's auch schon los. Seid ihr ready? Achtung! Wuhu! Oh je, da stehen Autos. Ha, Glück gehabt. Das war eine coole Rakete, oder? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ein Glück ist es gut gegangen. Wir haben das nämlich vorhin schon mal ausprobiert und da ist so ein bisschen was schief gegangen. Boah. Hörst du noch was? Scheiße. Das war laut. Achtung, geht los! Wow! Yay, das hat ja richtig gut funktioniert. Wahnsinn. Aber was passiert hier eigentlich? Flüssiger Stickstoff ist super kalt. Minus 196 Grad Celsius. Das Wasser hat eine Temperatur von mehr als 0 Grad. Wenn ich den Stickstoff auf das Wasser gieße, beginnt der Stickstoff zu sieden. Das heißt, aus dem flüssigen Stickstoff wird gasförmiger Stickstoff. Der braucht mehr Platz. Solange die Flasche mit der Öffnung nach oben steht, ist das noch kein Problem, denn der gasförmige Stickstoff kann einfach entweichen. Wenn ich die Flasche umdrehe, versperrt aber das Wasser die Öffnung. Außerdem vermischen sich Stickstoff und Wasser und ersteres dehnt sich schlagartig aus, auf das rund 700-fache Volumen. Die Mischung aus Stickstoffgas und Wasser schießt aus der kleinen Öffnung und dann gilt die Raketengleichung. Der Gesamtimpuls muss erhalten bleiben. Den Impuls des herausgeschleuderten Materials muss die Rakete also durch eine Vorwärtsbewegung kompensieren. Und so fliegt das Geschoss weit in den Himmel. Ja, ein sehr cooles Experiment, aber natürlich nicht zum Nachmachen geeignet, wenn man nicht Schutzbrillen und vielleicht auch noch einen Chemiedidaktikprofessor im Hintergrund hat, der einem hilft. Und die wenigsten von euch werden wahrscheinlich flüssigen Stickstoff zur Verfügung haben. Deshalb kommt hier jetzt die Rakete in der Haushaltsversion. Für die Haushaltsrakete brauchen wir immer noch diese Flasche hier. Außerdem so ein paar ganz handelsübliche Brausetabletten. Geschmacksrichtung ist egal, auch der Zweck dieser Brausetabletten. Das kann gegen Halsschmerzen sein oder auch gegen Kopfschmerzen oder Vitamine. Eine ganze Packung Brausetabletten ist jetzt hier drin. Als nächstes möchte ich das mit Wasser mischen, aber natürlich erst, wenn wir wieder an der Abschussrampe sind. Deshalb werde ich das Wasser jetzt in diesen Ballon rein verfrachten, der sich in der Flasche aufbläst mit Wasser. Und damit das funktioniert, muss ja hier Luft raus, habe ich hier ein kleines Getränkeröhrchen. Eine kleine Herausforderung. Ja, dieser Ballon darf jetzt nicht platzen oder abfatzen, weil sonst habe ich ein Problem. So, das soll auch schon mal reichen. Oh Gott. Ah. Ja. Ja, ein kleiner Tropfen ist schon rein, aber zum Glück noch nicht zu viel. Röhrchen raus, Knoten rein. So. Und tschüss. Das kommt jetzt an die Abschussrampe. Die letzte Zutat, die noch fehlt, ist dieser Stopfen, in den ich eine Nadel reingesteckt habe. So. Ja. Der sitzt gut drin. Und jetzt wird der Ballon zum Platzen gebracht. Adios! Viel Spaß beim Schäumen! Oh! Ja, der war putzig, oder? Ist genauso hoch geflogen, zwar nicht mit dem Soundeffekt, aber dafür auch ein kleines bisschen ungefährlicher. Es ist natürlich trotzdem nicht zu empfehlen, sich da drüber zu stellen. Aber der positive Nebeneffekt ist, man hat jetzt hier noch so einen richtig leckeren Mineraldrink.
Das war's für heute von Phils Physics. Mehr spannende Experimente gibt's natürlich auch wieder nächste Woche. Also klickt am besten mal auf Abonnieren, dann verpasst ihr kein Video oder schaut euch hier mal das nächste Video an. Tschüss!